Im November feiert Giga seinen 25. Geburtstag. In diesem Vierteljahrhundert hat sich die Tech- und Gaming-Welt maßgeblich verändert. Früher liefen die ganze Nacht lang Napster-Downloads von Musik. Heute lauschen wir Spotify. Spiele kamen auf Cartridge und CD, an Smartphones war noch gar nicht zu denken und Filme haben wir noch auf VHS aufgezeichnet. Was hat sich in den letzten 25 Jahren getan? Drehen wir die Zeit kurz zurück. Ein Rückblick über die letzten 25 Jahre kann eigentlich nur damit starten, wie wir damals das Internet genutzt haben. Nämlich noch sehr gemächlich. Ja, so richtig schnell war das Ende der 90er noch nicht mit unseren minutengetakteten 56K oder ISDN-Verbindungen. Einen Song aus einer natürlich absolut legalen Quelle herunterzuladen, hat da schon mal ein halbes Stündchen gedauert. Auf GeoCities wurden neue Webdesign-Meilensteine gelegt. Wenn es große Bilder gab, konnte man ihnen beim zeilenweisen Aufbau zusehen. Und Videos waren ein briefmarkengroßer Pixelbrei, der im RealPlayer geöffnet werden wollte. Erst im neuen Jahrtausend kamen wir dank DSL in den Genuss schnellen Internets. Und auch mobil hat sich einiges ins Internet verschoben. UMTS hat uns von den Club-Handys bis in die ersten Smartphone-Jahre begleitet, bis es schließlich durch LTE abgelöst und zugunsten von 5G eingestellt wurde. Und was machen wir jetzt mit diesem schnellen und mobilen Internet? Dieses Video hier zum Beispiel gucken. Online-Banking. Oder vom Klo aus gleich die nächste Pizza bestellen. Wahrlich grenzenlose Möglichkeiten. Ähnlich viele Möglichkeiten hatten wir bei der Auswahl des Spielearsenals für unsere Konsolen. Egal, ob wir noch auf N64-Modulen oder auf den fortschrittlichen optischen Discs von PlayStation oder Dreamcast gespielt haben, es gab doch kaum etwas Besseres, als mit ein paar D-Mark in der Tasche in der Videothek zu stehen und stundenlang anhand der Verpackung zu entscheiden, welches Spiel das nächste Wochenende versüßen oder versauen durfte. In den folgenden Jahren verschwand das Steckmodul aus der Heimkonsolenszene und war bloß noch auf dem Handheld-Markt zu Hause. Hatte aber auch dort mit Konkurrenzformaten zu kämpfen. Mit dem Einzug des Internets in jeder Ecke des Alltags wuchs auch das Online-Gaming mitsamt digitaler Stores für Spiele und DLC. Aber einfach so online spielen? Nope, das kostet bis heute extra. Xbox Live, Nintendo Switch Online oder PlayStation Plus. Nur PC-Spieler kommen kostenlos davon. Inzwischen kaufen wir Spiele nicht mal mehr im Digital-Store, sondern abonnieren den Zugang nur noch. Danke für den Trend, Xbox Game Pass. Darüber schreibe ich jetzt einen bösen Blogbeitrag für alle meine beiden Leserinnen und Leser. Was habt ihr jetzt davon? Mitte der Nullerjahre waren Blogs das große heiße Ding. Jeder und sein Hund hatte einen eigenen Blog, um die ganze Welt über sich und die eigenen Gedanken zu informieren. Was daraus geworden ist? Die meisten Blogs sind mittlerweile tot und wurden unlängst durch Social Media Apps ersetzt. Gedanken werden in irgendwas zwischen Tweets und stundenlangen Video-Essays bei YouTube gepresst und statt eines Blog-Eintrags zum neuen Italiener um die Ecke gibt es jetzt Fotos und Videos mit Hashtag Instafood bei Instagram. Eine Audience zu finden war selten so einfach wie jetzt, sie zu erreichen ist aber etwas schwieriger geworden. Immer mehr wird durch Algorithmen bestimmt, was wir zu sehen bekommen und was nicht, und wir alle sind nur einen falschen Like davon entfernt, in eine Nische gedrängt zu werden, aus der wir nicht mehr so einfach rausgelassen werden. Nischen erfreuen sich in der Videospielelandschaft gerade dank der jeweiligen Audience ihrer Existenz. Rund um 2008 herum startete die Indie-Szene. Spiele wie Braid, World of Goo und etwas später Minecraft erreichten erstmal auch ohne Vermarktungsmaschine Millionen. Plattformen für Mundpropaganda sei Dank. Das Crowdfunding per Kickstarter, Indiegogo oder Plattformen wie Patreon ermöglichte zusätzlich alternative Finanzierungsmodelle. Natürlich gab es auch legendäre Misserfolge und einige große Publisher missbrauchten das Konzept als eine Art Interessensumfrage. Trotz alledem bietet der Indie-Markt jeder Nische Raum für Kreativität und Leidenschaft. Raum. Unter dem Tisch wurde es bei vielen von uns etwas aufgeräumter. Auch wenn einige von uns noch klassische Desktop-PCs nutzen, müssen wir eingestehen, eine Mehrheit sind wir damit nicht mehr. Laptops, Smartphones und Tablets laufen dem klassischen Desktop Schritt für Schritt den Rang ab. Moore's Law hat sein Bestes gegeben und uns Technik gebracht, die so viel Leistung besitzt, dass die meisten sie eh nicht ausnutzen. Außer man ist natürlich stolzer Gamer, dann kann man sich auch den Kauf der neuesten Grafikkarten verargumentieren. Aber für alle anderen reicht dann vielleicht doch einfach ein Laptop. Oder sogar einfach nur ein Smartphone zur digitalen Teilhabe. Dass der Jugend von heute Konzepte wie Batch-Dateien, das Brennen von CDs inklusive Buffer-Underrun oder gar Dateisysteme wie Geschichten aus dem Mittelalter vorkommen, müssen wir Erwachsenen dann halt auch irgendwann einfach akzeptieren.
Wo wir gerade schon bei PCs waren, selbstverständlich spielten wir nicht nur auf Konsolen und tauschten unsere Memory Cards mit Crash Team Racing Streckenrekorden auf dem Schulhof aus, sondern bestaunten, wie Half-Life Storytelling in Videospielen monumental für immer verändert hat und stritten uns, ob Terraner, Zerg oder Protoss cooler waren. Solche Streits wurden dann auf LAN-Partys ausgefochten, in Quake 3 oder Counter-Strike, aber erst, nachdem die selbstgebauten halsbrecherischen Trackmania-Strecken besiegt und die eigens kreierten Warcraft 3 Fun-Maps bestaunt waren. Auch wenn die gute alte LAN-Party niemals ganz aussterben wird, treffen wir uns heute bequemer digital. Aber auf Discord, weil ein Teamspeak-Server Geld kostet, das besser in die neuesten Skins und Lootboxen investiert werden kann. Viel wichtiger als die letzten 25 Jahre sind aber natürlich die nächsten. Was da wohl auf uns zukommt? Internet mit Glasfaser in Deutschland? Kommt endlich der Durchbruch von Virtual Reality? Wird eine KI uns alle ersetzen? Werden wir uns vielleicht im Metaverse wiedersehen? Hoffentlich nicht. Ach ja, bitte nicht vergessen, das Video jetzt für die nächsten zurückzuspulen. Kostet sonst 2 Mark Strafe.